Aber es da doch wieder rein, oder? Da ist nichts drin. Und was kommt da rein? Ach, die Dinger, ja. Und das ist auch nicht das, was... Also. Genau, wir müssen zu dem Ding hier. Warum hat der nicht genug? Genau. Hauen wir da erstmal das da rein. Und dann 187,5 pro Minute. Jetzt geht's doch. Achso, ja, weil ich, weil ich reingetan habe. Ich bin doof. 187,5 pro Minute. Insgesamt läuft das eigentlich so, wie ich es haben will. Lass mal nochmal so schnell erklären, für was brauchen wir überhaupt diese Kühldinger? Das weiß ich gar nicht mehr. Es ist ja auch eine Menge drin, ne? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Wir schauen uns jetzt nochmal an. Warte mal, X war das, oder? Suchen. Drohne. Da kommt ein Miner rein. Wieder kommt ein Miner rein. Alles andere kein Problem, aber ein Miner. Mhm. Drohnenlandeplatz. Haben wir eigentlich auch alles, ne? Nur, wir brauchen Batterien. AN war das, ne? Warte. Das ist ja hier, ne? Das Ding haben wir. Das Ding haben wir. Schwefelsäure. Nein. Nein. Schwefel plus Wasser. Also erstmal, wo ist Schwefel? Hatten wir das schon irgendwo markiert? Schwefel ist hier. Und? Bauxit ist hier. Warte mal, da musst du noch irgendwo. Warte. Nein, das wollte ich nicht. Nicht das schon wieder. Bauxit. Dann müsste es gleich da oben eins bringen. Ja. So, gucken wir doch mal. Na, das da ist doch schon besser, oder? Vielleicht noch weiter weg oder so? Hier? Ich muss mir das nochmal anschauen. Wir haben keine Munition mehr. Das war's letztes Mal. Wir müssen Munition machen. Bevor wir... Oh mein Gott. Ich glaube, wir machen erstmal die Freischaltung. Die dürfte jetzt möglich sein. Jawohl. Und wieder der Lade-Dingens.
Körper brauchen wir für... Warte mal. Light? Nein. Dafür nicht. Wie hieß das andere? Funksteuerungseinheit. Nein. Ach so, einfach nur so dafür. Gut, okay. Ist okay, wir brauchen es einfach nur so dafür. Gut. Jetzt mal schnell gucken. Das Ding hier ist von allem abgeknapst, oder? Das heißt, dieser Teil vom Bahnhof, der funktioniert nicht mehr. Ne, ist alles leer. Weil wir diese Produktion auch ein bisschen rausgezogen haben. So, das sind nicht so viele, aber das macht nichts. Das ist eine Menge. Aber nicht viel. Und hier bleiben wir da stabil. Oh. Da schon. Ja. So, gucken wir doch mal. Kommt da irgendwas? Alu-Zeugs. Ja. Quarzer, der ist klar. Und Nitro-Zeugs, super. Ja, da müssen wir wieder ein bisschen warten. Ist denn unser Kohleschwefel? Schwefelkohl. Das ist natürlich saudoof. Oder? Haben wir noch anderes? Das ist halt so sau weit weg. Und wenn dann nicht das... Ne, wir müssen das in die Nähe von Bauxit machen. Irgendwie. Alles andere ist nicht das große Problem. Also müssen wir da oben diese Bauxitquelle irgendwie klar machen. Und dann müssen wir vor allen Dingen die Batterien von da irgendwo hinbringen. Ich würde ja sagen über diesen Zug, aber nee, wir produzieren die Batterien dort drüben. Machen dann die Sache mit den Drohnen klar. Und machen eine Drohne, die nichts anderes macht, als Batterien verteilen. Und dann reduzieren wir, machen wir den einen Zug ganz weg und können dann wieder Dingens machen. Dingens, ihr wisst, was ich mit Dingens meine. Nein, ich im Moment auch nicht. Ja, diese eingedingsten Dinger. Mhm. Die verschmolzenen Rahmen. Die sind das. Die brauchen wir später, aber erst, wenn wir diese Freischaltung haben. Und die machen wir jetzt. Oder wie mein großes Vorbild in Sachen Satisfactory immer sagt, die Schreifaltung. Oh. Ich sehe gerade, da ist noch eine Raffinerie zu. Aber das ist Quatsch, die brauchen wir eigentlich nicht. So. Dann können wir diesen Zwischenbahnhof tatsächlich abreißen. Wir können diese Bahnstrecke wieder normal machen. Oder wir verlegen die komplett. Ja, weil dieser Bahnhof hier unsäglich. Aber auch nicht rein zu gehen. Funktioniert nicht, aber das ist ein guter Ausgangspunkt für unser Nitrogenium. Was war das alles jetzt für Blitz und so weiter? Aber diese Bahnstrecke, die müssen wir einfach überlegen. Komplett nicht durch den Dschungel durch, sondern einfach noch. Da?
Säure als Abdingens für, als Abfall für aber egal. So, ich will mal gucken. Was baut der nochmal? Der baut... Ah, die kommen jetzt. Die müssten jetzt reinkommen. Hallo? Müssten sie? Da sind sie, glaube ich. Jawohl. Okay, es reicht halt nicht ganz. Ja. So, lass uns mal gucken, wie viele von den Dingern haben wir denn schon? Weil die brauchen... Oh. Weil die brauchen wir ja. Später. Das ist genug. Und was machen wir hier? Wir brauchen die ja doch für irgendwas. Für den Turbomotor, den wir aber auch nicht mehr brauchen und deswegen haben wir es auch halbwegs abgeschaltet, aber eventuell brauchen wir den trotzdem nochmal. Dafür braucht man auch das Kühlsystem. Aber davon haben wir noch genug. Wir haben nur nicht genug Motoren. Komm, weißt du? Die paar können wir ruhig noch machen. Dafür aber langsam. Guck mal schnell, wie viel wir überhaupt noch übrig haben. Das sind ein paar. So. Das ist aber nicht das, was ich wollte. Ich muss... Na, da oben aber auch nicht. Alter. Ich finde halt nichts, ne? Ach, da unten? Ist das das? Ne, das ist meine Computerfabrik. Da oben? Das ist meine normale Plattform. Hilfe. Wir waren doch eben da, wo ich jetzt auch hin will. Aber wo ist das? Da hinten? Ist es das da? Nein. Oder? Wir gehen mal hin. Ja, ist ja gut. Okay. Ah. Der geht in die Richtung. Warum geht der in die Richtung? Wo sind die? Das ist mein normaler Turm. Den müssen wir aber demnächst auch mal neu machen. Nochmal. Der geht wohin? Der geht in die Richtung. Lass uns doch einfach mal leiten, ne? Ah ja, das ist eine gute Idee. War es das, was wir brauchten? Nee. Sessel, dann finde ich die wichtigste Produktionsanlage nicht mehr. Die muss doch auch irgendwie oben sein, oder? War es doch die hier? Nee. Oh mein Gott. Was macht das Ding? Das ist meine ganz normale Computer, ja. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal schauen. Doch. Ah, ne, Quatsch. Ja, ja, genau das. Eben nicht, sondern Elektro. Ah, ja, ach, stimmt, ja, das war beim... Haha, Cut sprengen. Natürlich, das war das. Ich hab's wieder im Kopf, ja. So, Leute, bitte nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir haben außer ein bisschen was optimiert noch überhaupt nichts getan. Aber, ja, so ist Satisfactory. Vor allen Dingen habe ich halt eben wieder mal Angst vor dem Schwefelzeugs. Und dafür machen wir jetzt mal die Schreifhaltung. Entschuldigung, ich hab's mir angewöhnt. Ich find's halt total toll. So, und wenn wir die haben,
müssen wir das mit den Drohnen irgendwo hinkriegen. Und dann gibt es ja eigentlich, geht es nur noch ums Optimieren. Und vielleicht, je nachdem, wie das mit der Zeit hinhaut, bis zum Update 5, das schon angekündigt ist, ja. Hier. Das sind 400, ne? Nein. Statuen. Ja, habe ich genau getimed. So, und das bedeutet. Beziehungsweise, warte mal. Statuen. Wo kommen die dazu? Aha, KI-Begrenzer. Da sind die Statuen. Da es eigentlich nie zu viele davon gibt, hätte ich noch welche da, würde ich sie. Dazu machen Motoren, Rotoren, Turbomotoren, aber keine Statoren. Wir machen eine Freischaltung. Ist das lange her? Hm? Klar, ist es. So, davon haben wir genug. Und dann bereiten wir uns darauf vor, alles für... Ja. Für Batterien zu machen. So, hier läuft alles super. Fehlt da irgendwas? Beton. Warum ist hier so wenig Beton? Der kriegt genug. Komm. Einfach nur, weil es schöner ist. Wie viel von dem da kriegt er? Das ist ausreichend gut. So. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt noch brauche, aber egal. Wir müssen uns danach auch irgendwie nochmal um Coupons kümmern und solche Sachen. Also es gibt so viel zu optimieren. Und ich muss ein bisschen gezielter vorgehen und nicht so rumeideln wie, naja, im Moment. Ja, im Moment ist eine gute Bezeichnung. So. Milestone reached. The particle accelerator enables previously impossible processes, such as recycling nuclear waste and converting it into plutonium, as well as the generation of exotic matter. A new project part enables progress to the next phase. Ja. Okay. Das haben wir jetzt geschafft. Und das war alles. Salpetersäure. Warte mal, wir gucken das erstmal. Meiner? Ja, ja. Wo ist denn überhaupt die Atomkraft, genau? Ummantelte Uranzelle. Brauchen dafür? Dafür brauchen wir Schwefelsäure. Hm, super. Schwefelsäure ist echt das neue Ding. Und Schwefelsäure ist halt eben, ja. Schwefel und Wasser. Und wenn wir die Kohle-Schwefel-Sache, die gucken mich mir ganz schnell mal nochmal an. Ich habe echt Angst, ne? Und ich glaube, man merkt das auch. Nee, nicht da lang. Da lang.
nur, um zu schauen,